Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Ride for Your Dream YouTube-Kanal. Worum geht es heute? Es geht um das Thema Rennstrecke. Und zwar, vielleicht sollten wir einfach mal darüber reden. Was ist das Thema Rennstreckentraining überhaupt? Also kurz vorweg, es ist ein Training. Ihr sollt in Form du, der das Video jetzt sieht, euer Motorrad besser kennenlernen können, vielleicht euren Fahrstil verbessern können und einfach Spaß haben. Euer Motorrad besser kennenlernen, im Zusammenspiel mit euch und vielleicht auch mit einfach höheren Geschwindigkeiten, wie man sie sonst gewohnt ist. Das ist das dazu. Und das im bestmöglich sichersten Rahmen, den man dafür eben schaffen kann. So, dafür haben wir eine Rennstrecke. Die ist vom Asphalt top, ihr habt keinen Gegenverkehr, die Motorräder sind meist technisch abgenommen und somit auch in Ordnung. Und schlussendlich, ihr habt Krankenwagen, den man hoffentlich nie braucht, aber selbst wenn, und im Endeffekt auch die Möglichkeit des Ausruhens vor Ort. Und zwar im Schnitt gehen ja diese Turns, wie man sie nennt, 20 Minuten. Sie werden in verschiedene Gruppen eingeteilt und ja, da wird auf euer Können im Endeffekt Wert gelegt, wo ihr fahrt. Braucht man dafür ein Rennstreckenmotorrad? Nein. Das sind viele Sachen, die ich oft gestellt bekomme als Frage, wo ich auch sage, das braucht man nicht. Und zwar zeige ich euch hier mal die ersten Versuche von mir, die letztes Jahr stattgefunden haben. Also hier einmal das Motorrad, mit dem ich zuerst auf der Rennstrecke war. War es eine Honda CBF 1000. Jetzt nicht das typische Rennmotorrad, was in irgendeiner Rennserie mitfährt oder überhaupt dafür prädestiniert ist, auf einer Rennstrecke zu fahren, denkt man. Mir ging es darum, ich wollte es probieren, ich hatte Spaß daran im Endeffekt, mich hat es interessiert und schlussendlich war es auch der Punkt, was kann ich damit? Schlussendlich war es auch so, dass wir, die Familie und ich hingefahren sind und haben das einfach gemacht. Zu dem Motorrad sei zu sagen, sie war halt insofern in einem sehr guten Zustand. Sie hat ein neues Fahrwerk bekommen, sprich Federn vorne und Federbein hinten. Einfach, sie hatte 114.000 Kilometer zu dem Zeitpunkt schon runter. Aber sonst war sie normal ein Tourenmotorrad, straßenzugelassen. Ich musste die Scheinwerfer abkleben, wie man auf den Bildern auch gesehen hat. Und schlussendlich hat es mega viel Spaß gemacht. Also man konnte einfach wirklich sein Motorrad mal ausfahren, testen und mal schauen, wie man damit harmoniert. Genau. Also somit macht euch keine Sorgen, habt keine Angst davor. Jemand, der in dem Moment, wenn ihr an der Rennstrecke seid, euer Kennzeichen abbaut und die Lampen abklebt, euch auslacht, der hat vergessen, wie er entweder angefangen hat oder hat vielleicht nicht mal einen gültigen Führerschein. Weil auf einer Rennstrecke, wenn ihr fahrt, benötigt ihr keinen gültigen Führerschein. Allerdings ist es auch immer der Punkt, ihr müsst das Motorrad im besten Falle kennen. So, das mal dazu. Sprich, am Anfang bin ich hingefahren, habe die Lampen abgeklebt, Kennzeichen abgebaut, Spiegel abgebaut und alles das, was mir der Veranstalter eben sagte, so gemacht und befolgt, wie es vorgeschrieben war, plus die technische Abnahme, wo nochmal die Bremse kontrolliert wurde, die Ketten, ob die Kette gut sitzt, die viel Durchhang hat oder nicht, wie das Verschleißbild ist. Es geht um eure Sicherheit. Im Endeffekt geht es auch darum, dass man dann zum einen auch mal selber weiß, ist das alles gut oder ist das schlecht? Und das Zweite, was man hat, die anderen Motorräder, die mit euch rumfahren, sind auf dem gleichen Stand im Schnitt wie euers. Zumindest vom technischen Zustand her. Und es soll einfach keine Gefahr sein. So, dann war der erste Rennstreckentermin vorbei. Und es hat mir so viel Spaß gemacht, dass wir uns dazu gemeinsam in der Familie entschieden haben, ein anderes Motorrad zu kaufen. Und dazu kriegt ihr jetzt die Bilder. Und das war jetzt eine Honda Fireblade SC59, die wir gebraucht gekauft haben. Schlussendlich haben wir hier zu dem Zeitpunkt auf der Rennstrecke
ein paar Modifikationen vorgenommen, aber einfach nichts Wildes. Wir haben die Scheibe gewechselt, weil die andere mir zu tief war, die originale. Dann haben wir den Bugspoiler gewechselt, von orange in schwarz, und die Felgen lackieren lassen. Noch ein paar frische Reifen draufgezogen, was man normal braucht, weil das Motorrad war zu dem Zeitpunkt eben auch noch straßenzugelassen, sprich mit Blinker abkleben, Scheinwerfer abkleben, eben das, was ihr seht. Sogar die Spiegel, weil ich nicht wusste, wie ich sie abbekommen habe am Anfang, weil ja der Blinker und das Standlicht drin ist, einfach hochgeklappt. Also von daher, ja, das ist das. Und so hat sich das sukzessiv entwickelt. Schlussendlich braucht ihr kein Rennmotorrad. Ihr braucht kein Motorrad, was ihr reinweg auf der Rennstrecke bewegt. Zumindest nicht für 2-3 Mal im Jahr, wenn ihr Spaß daran habt. Zum einen ist es ein riesen Kostenblock. Das zweite ist auch, ihr kriegt straßenzulassungstechnisch da nichts mehr hin, wenn ihr es komplett umbaut. Und das dritte, das muss man halt eben auch ganz klar sagen, ist, wenn ihr nicht umbaut, wie zum Beispiel auf einer Rennverkleidung oder sowas, und ihr nehmt die Originalverkleidung, geht das sehr, sehr schnell ins Geld. Dann wird es richtig, richtig teuer. Die Hersteller nehmen es da echt, echt von euch. Das muss man eben auch ganz klar so sagen. Und da muss man sich halt wirklich überlegen, macht es Sinn oder nicht. Dann, wie ambitioniert seid ihr? Wie viel Spaß habt ihr? Und wie oft wollt ihr es machen? Ne? Und das sind die drei Faktoren, die ihr euch dann auch zusätzlich zum Geld vor Augen halten müsst. Also, vielleicht konnte ich dem einen oder anderen die Angst nehmen. Wen ich empfehlen kann, ist die Moto Racing School. Da ist es wirklich, da habt ihr einen kompetenten Ansprechpartner, der auf sehr vielen Rennstrecken in Deutschland sowie ja, die umliegenden Länder, Tschechien, Niederlande und so weiter, eben halt auch mit in seinem Programm hat, wo ihr fahren könnt, anbietet dementsprechend. Nehmt euch gerne auch einen Instruktor, das bietet zum Beispiel die Motor Racing School auch an. Ihr könnt zum Beispiel da aber auch Gold- und Silberpakete buchen, wo ihr nicht mal ein eigenes Motorrad braucht, wo ihr sagt, oh, ich will mich mal rantasten, vielleicht ist das ja mal was. Das kostet natürlich mehr, allerdings habt ihr nicht das Problem, oh, habe ich jetzt das Motorrad dafür, ist das technisch in Ordnung und so weiter, weil das ist alles dann wirklich auch dementsprechend so angepasst. Dann, wenn ihr euch unsicher seid, bucht euch einen Instruktor dazu, der mit euch die ersten Turns macht, der mit euch die ersten Runden dreht, euch zeigt, oh, da musst du langfahren, guck mal da, guck mal, achte mal da drauf, meist mit Videoanalyse, damit ihr auch sehen könnt, wovon redet dieser Mensch da gerade. Und vielleicht sind das alles Faktoren, die dich dazu bringen, einfach mal zu fahren, Spaß zu haben und die Angst dazu, ja, oder davor zu verlieren, muss man so sagen, einfach wirklich auf die Rennstrecke zu gehen. Weil ihr alle denkt, oh, ich brauche ein Rennstreckenmotorrad, ich brauche so ein Track-Tool. Ohne das geht das nicht. Doch, es geht ohne. Ich habe es auch gemacht und ich habe super viel Spaß gehabt. Im Endeffekt war ich jetzt 4-mal in Oschersleben auf der Rennstrecke. Und jetzt habe ich mich einfach entschieden, den Schritt zu gehen. Deswegen steht die Hupe so da, wie sie hier steht. Rennverkleidung. Und das sind auch die weiteren Videos, die jetzt demnächst mal kommen werden. Wo ich euch einfach mal zeige, wie ich versuche, mit einem guten Budget, mit guten Materialien, das Ganze wirklich so zu machen, dass es richtig viel Spaß macht. Weil dafür müssen wir trotzdem an selbst ein Superbike nochmal ran und wirklich schauen, was wir da am besten noch rausholen können. Aber schlussendlich geht es um zwei Sachen. Ihr sollt Spaß haben und ihr sollt dazulernen. Und das ohne Rennmaschine, wenn ihr das nicht wollt. Also in dem Sinne, ganz viel Spaß mit dem Video. Vielleicht, wenn ihr Fragen habt, wendet euch gerne auf, ja, ich sag mal, rideforyourdream.com an mich. Schreibt es in die Kommentare oder kontaktiert gerne auch die Moto Racing School. Und ja, habt einfach Spaß. Und vielleicht hat der ein oder andere so die Angst jetzt davor verloren und ja, kommt einfach auch gerne mal mit und hat Spaß. Also, wenn es nicht der Fall ist und ihr immer noch davor zurückschreckt und sagt, ah, das ist nichts für mich, ganz ehrlich, macht es so, wie es euch am meisten Spaß macht. Motorradfahren, eine Leidenschaft, ist ein gutes Gefühl zu haben, ist Freude, ist Freiheit, alles. Es soll niemals Zwang sein. Und das egal, ob ihr auf einer Rennstrecke fahrt, auf der Straße oder wo auch immer. Auf der Crossstrecke oder so weiter. Oder ja, wo ihr halt eben hin wollt. Ne? Genau, also in dem Sinne, ganz viel Spaß mit dem Video. Schaltet gerne wieder ein. Und wie gesagt, sollte irgendwas sein, meldet euch gerne. In dem Sinne,
Habt noch einen schönen Abend, eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao.